So, ein letzter Film über das Gewächshaus. Wetter ist super im Februar. Traum. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal so schön war. Und zwar habe ich ja immer so viel Schlechtes gehört und gelesen über diese Gewächshäuser, dass sie kaputt gehen, wenn der Wind draufsteht, die Scheiben fliegen raus. Ach, die ganze Alukonstruktion kann zusammenbrechen und. Deswegen hatte ich ja mal so gedacht, kaufst du dir so ein Ding, machst das mal oder machst das nicht. Letztendlich habe ich gesagt, okay, habt ihr ja schon gesehen, ich habe es gemacht. Habe aber gedacht, ich verstärke das Ganze noch mal ein bisschen. Vor allem die Seiten und die Scheiben. Und das zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe. Zur Stabilisierung der Seitenwand habe ich jetzt vor, diesen Holzpfosten hier zu verbinden. Dazu muss diese Schraube in diese Führung. Leider ist das natürlich alles schon verschraubt, das hätte man vielleicht vorher machen können. Ich will also diesen Kopf praktisch in dieser Führung versenken. Dazu bohre ich einfach ein Loch rein. Jedenfalls habe ich mir das so gedacht. Und auch da haben wir es wieder einmal, das passende Werkzeug sollte man haben. Ich hab's nicht. Ja, wunderbar. So einfach ist es. So ist die Schraube drin. Und dann habe ich jetzt vor, in diesen Pfosten ein Loch zu bohren. Und muss erst mal gucken, ob ich auch die richtige Schraubenlänge gekauft habe. Kann knapp werden. Müssen wir mal gucken, was das wird. So, drei Löcher rein, genau Maß nehmen. Ich habe ja noch einen größeren Bohrer mitgebracht. Ne? Frage ist, wo ist der? Da. Tolles Ding, ey. Aguli, fuck. So, Loch buddeln.
schön ist es, solche Arbeiten zu machen, wenn die Scheiben schon drin sind. Alles andere wäre viel zu einfach. Total langweilig. So ist viel geiler. So. Und jetzt hole ich so eine Bodenhülse. Wo kommt die Bodenhülse? Ich habe die hier abgeflext, weil ich hier so einen lehmigen Boden habe. Das sieht man jetzt zwar nicht, aber wenn ich ein bisschen tiefer buddel, ist der extrem lehmig. Und dann kriege ich diese Hülse da nicht reingeschlagen. Deswegen habe ich die einfach so 20 cm einfach gekappt. So, kommt die Hülse drin. Perfektes Augenmaß. So, das mache ich mit den anderen vier auch und dann gieße ich da noch ein bisschen Beton rein und dann ist das Ding fest. Passt da genug an Luft. So, als weitere Befestigungsmaßnahme habe ich noch sämtliche Scheiben festgeschraubt. Also nicht nur mit Silikon eingeklebt, sondern auch noch verschraubt das Ganze. Also wenn das jetzt nicht hält, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, viel mehr kann man auch nicht machen. Ne, auch hier unten ebenfalls nochmal jeweils zwei Schrauben rein. Normale Schraube, Kunststoffdichtung, damit das nicht einreißt. Und dann sollte das Ganze passen. Dann sollte es erstmal die nächsten 50 Jahre stehen.